Hallo zusammen. Jo, es ist Sonntag, das heißt also Science Sunday, der erste. Ich hatte mir vorgenommen, jetzt jeden Sonntag etwas rund um die Porphyrie vorzustellen, wo dann ein paar Fragen geklärt werden können, die man sich ja oft stellt, oder wo dann vielleicht auch etwas kompliziertere Zusammenhänge möglichst einfach vorgestellt werden. Ja, der heutige Science Sunday ist jetzt vielleicht noch keiner in dem eigentlichen Sinne, wie ich es gerade vorgestellt habe. Denn ich denke, dadurch, dass ich ja relativ viel Zeit auch immer brauche, die ganzen Videos zu drehen und zu schneiden, macht es erst einmal Sinn, dass ich einfach hier erstmal einen groben Überblick gebe, wo kann ich mir selber helfen bei Porphyrie. Ich habe Fragen und wo finde ich Antworten? Das ist ja oft nicht immer so leicht, weil man dann ja auch gezielte Dinge wissen möchte. Und insofern fasse ich einfach mal kurz zusammen, was ich euch dazu so sagen kann. Ja, natürlich gibt es alle Links dann auch unten unter dem Video in der Beschreibung. Da kann man sich dann eben hinwenden, wenn man gezielte Fragen hat oder Informationen braucht. Okay, also demzufolge natürlich der Titel Erste Hilfe bei Porphyrie, Informationen, Beratung, Kontakt zu Mitpatienten. Okay, also gegliedert ist das folgendermaßen. Zuerst einmal stelle ich euch vor, was man überhaupt an umfassenden Informationen sich vorstellen kann, die man dann auf verschiedenen Portalen erhalten kann. Anschließend werde ich euch ein paar Medikamentenregister, nicht direkt vorstellen. Ihr findet sie dann auch unten unter der Videobeschreibung, aber ich werde darauf kurz eingehen. Ich werde auch etwas zum Thema Fachartikel sagen und zu guter Letzt dann auf Kontakt verweisen, den man dann zu Beratungsstellen, aber auch zu anderen Patienten pflegen kann. So, also umfassende Informationen. Das ist alles, also alles, was ich hier drunter gefasst habe, ist, was man sich dann erstmal so fragt, was ist überhaupt Porphyrie und haben alle Porphyrie-Patienten die gleichen Probleme oder gibt es da vielleicht unterschiedliche Formen mit unterschiedlichen Symptomen? Und wenn ja, was sind das überhaupt für Symptome? Oder wenn ich jetzt weiß, ich habe Porphyrie, aber noch nie einen Schub hatte, was muss ich dann tun? Wie ist dann zu handeln? Und kann es überhaupt Möglichkeiten geben, wie ich das vorbeugen kann? Ja, mittlerweile gibt es sehr viele Seiten von verschiedenen Gruppen, aber auch von Instituten, die sich mit dem Thema Porphyrie befassen, wo dann kurz vorgestellt wird, was es überhaupt im Großen und Ganzen ist, wo aber auch diese ganzen Fragen erläutert werden. Und ja, diese sind auch häufig englischsprachig oder in verschiedenen Sprachen zu finden und dabei unter anderem englischsprachig. Es gibt aber auch mittlerweile schon recht viele Seiten auf Deutsch. Okay, dann ist natürlich auch eine interessante Frage, Medikamente, kann ich da jetzt eigentlich als Porphyriepatient alles nehmen oder was hilft mir überhaupt? Gibt es da Empfehlungen? Und ja, da kann ich euch natürlich zu sagen, ihr könnt nicht einfach alles nehmen. Es wird unterteilt in sichere und unsichere Medikamente und dann gibt es auch noch eine große Rubrik, wo nicht sicher ist, ob ein Medikament sicher ist. Das kann man sich so vorstellen, es gibt dort eben verschiedene Register im Internet. Ja, da verweise ich jetzt wieder auf die Informationen unter dem Video und in diesen verschiedenen Quellen gibt es dann natürlich auch unterschiedliche Angaben zum Teil. Es gibt natürlich die rote Liste, das ist in Deutschland sehr üblich. Da wird einfach nur kategorisiert, Medikament sicher, Medikament nicht sicher. Aber man findet auch oft die Unterteilung in, ja, ist definitiv porphyrinogen, also löst Schübe aus, ist definitiv sicher oder ist mit hoher Wahrscheinlichkeit sicher. Dann ist möglicherweise sicher, möglicherweise auch unsicher und ist wahrscheinlich unsicher.
Jetzt steht natürlich in verschiedenen Registern etwas Unterschiedliches. Gut, nicht für die ganz krassen Sachen. Also wenn da bei dem einen Medikament steht, ist nicht sicher, löst Schübe aus, dann werdet ihr, würde ich behaupten, in keiner anderen Liste das komplette Gegenteil finden. So, Medikament ist sicher. Das ist zum Beispiel bei weiblichen Hormonen auch so. Also wenn jemand die Pille nimmt, das ist auf jeden Fall schubauslösend. Ja, es kommt aber auch daher, dass diese Listen oft eben auf Erfahrungswerten beruhen und sich daraus ergeben. Und ja, da muss man sich das so vorstellen, dass Patienten Probleme hatten und dann wurde versucht, ihnen zu helfen, im Rahmen einer strengen ärztlichen Überwachung, möglicherweise im Krankenhaus oder ja, vielleicht da im Krankenhaus auch noch auf der Intensivstation. Und dann wurde entsprechend aus diesen Erfahrungen geschöpft. Genauso ist es umgekehrt bei Lebensmitteln zum Beispiel. Da wusste man lange Zeit auch nicht, was kann Schübe auslösen und was kann keine Schübe auslösen. Und auch da wurden dann Erfahrungswerte zu Rate gezogen. Aber dazu sage ich in einem anderen Video nochmal mehr. So, gut, also meine Empfehlung, wenn jemand Porphyrie hat, Medikament unbedingt checken, ob man es nehmen kann oder nicht. Gegebenenfalls auch nochmal einen Arzt oder einen Spezialisten zu Rate fragen und auf jeden Fall mehrere Informationen reinholen. Das ist meine Empfehlung. Gut, dann möchte ich nochmal auf Fachartikel verweisen. Es ist jetzt auch oft so, dass der eine oder andere gerne genauer wissen möchte, was in seinem Körper vor sich geht. Auf den meisten Seiten, da findet man große, umfassende Informationen für Porphyrie-Patienten, was sie tun sollten, was sie lassen sollten. Aber sehr selten findet man dann auf solchen, ich sag mal, allgemeinen Informationsseiten, was genau im Körper abläuft, was genau da passiert. Dann hört man Worte wie Hämalginat oder Glukose und weiß gar nicht, ist das jetzt gut für mich? Und wenn ja, warum ist das gut für mich? Und was verbirgt sich überhaupt hinter den Begriffen? Und ja, wenn man da sehr interessiert dran ist, dann empfehle ich auf jeden Fall das Deutsche Ärzteblatt. Da kann man sich kostenfrei im Internet anschauen, welchen neuen Stand der Forschung es aktuell gibt. Und auch ältere Artikel, auch aus den 70er Jahren zum Teil, sind dann doch sehr aufschlussreich, wenn man so als Laie plötzlich mit dem Wort Porphyrie konfrontiert wird und sich darunter einfach nichts vorstellen kann. So, dann ist es natürlich auch so, dass man nicht unbedingt sich jetzt mit einem Bildschirm befassen muss, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Oft sind ja Fragen auch besser im persönlichen Gespräch geklärt. Und auch dort gibt es natürlich wieder viele Kontaktmöglichkeiten, Beratungsmöglichkeiten. Außerdem werde ich euch einige Seiten verlinken, wo zum Beispiel Kliniken angeboten werden, die sich auf Porphyrie spezialisiert haben oder teilspezialisiert haben. Und schlussendlich ist es natürlich auch so, dass es in Deutschland und im deutschsprachigen Raum generell und natürlich dann aber auch für alle, die andere Sprachen sprechen, was ich jetzt einfach mal nicht unbedingt voraussetze. Es ist ja auch jeder unterschiedlich. Ja, ich möchte niemanden damit zu nahe treten. So. Okay, also es gibt durchaus diese Patienten und die möchten sich ja auch oft vernetzen, sich gegenseitig helfen oder auch mal um Rat fragen. Und deshalb kann man auch dort Kontakt aufnehmen. Auch hierzu findet ihr dann wieder Links. Und ja, ich würde sagen, probiert es mal aus. Denn gerade bei diesen Kontaktmöglichkeiten zu Mitpatienten, ich muss gestehen, ganz am Anfang habe ich persönlich sehr allergisch auf das Wort Selbsthilfegruppe reagiert. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht
beschreiben, aber einfach dieses Gefühl, Menschen sehen es für notwendig, dass ich Hilfe brauche, das behagte mir zum einen nicht. Einfach dieses, ja, nicht mehr so leben können, wie man das eigentlich gewohnt ist. Das ist ja auch ein großer Schritt, das einfach so zu akzeptieren, dass man in vielen Sachen jetzt erstmal um Rat fragen muss. Aber ich würde mal sagen, dann diese Selbsthilfegruppe, das, ja, das hatte dann nochmal irgendwie einen anderen negativen, ja, einen negativen Aspekt einfach. Ich weiß es nicht. Nur so ein Gefühl. Aus meiner persönlichen Erfahrung heraus kann ich aber sagen, man kann sich dann in Foren anmelden, wo halt eben auch viele Patienten unterwegs sind. Und man bleibt dann natürlich erstmal anonym. Man kann dann erstmal anonym Fragen stellen, um Hilfe bitten oder auch einfach nur sich die Beiträge durchlesen, die schon bestehen, und findet dort auch häufig dann irgendwie Antworten, die man gesucht hat oder ja, Kontakte, die man vielleicht noch gesucht hat, dergleichen mehr. Also insofern, ich würde sagen, probiert es mal aus. Wenn ihr diese Scheu habt, kann ich das gut verstehen. Aber so schlimm ist es auch nicht. Würde ich jetzt aus meiner Sicht so sagen. Ja, das würde ich mal sagen, war das Wichtigste erstmal in Kürze, sodass jeder, der halt an konkreten Fragen interessiert ist, die ich jetzt oder auch im Laufe der nächsten Sonntage so schnell einfach noch nicht beantworten kann, dass man da Hilfe findet und weiß, wohin man sich wenden kann. Ja, insofern hoffe ich auch, dass euch das Video irgendwo geholfen hat, auch wenn es hier direkt jetzt noch keine Erklärung gegeben hat. Ja, ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ach, kurz noch hinterher, bevor ich das vergesse, als kleine Ankündigung, ich möchte mich demnächst dann mal dem Thema Ernährung widmen, denn dazu gibt es sehr viele Empfehlungen, auch sehr unterschiedliche, beziehungsweise nicht sehr unterschiedliche, aber die Betonung liegt manchmal etwas unterschiedlich. Vielleicht hat der ein oder andere das auch schon erfahren, dass manche gefragte Experten das eine sagen und manche vielleicht das andere. Und genau deshalb denke ich, ist das ein ziemlich wichtiger Punkt, auf den ich eingehen möchte. Natürlich sind andere Fragen auch spannend und interessant, zum Beispiel die biochemischen Vorgänge im Körper eines normalen Menschen im Vergleich zu einem Porphyriepatienten. Aber ich denke, für alle die jetzt aktuell die Diagnose bekommen haben oder die jemanden kennen, der die Diagnose bekommen hat, ich denke, da ist es am hilfreichsten, wenn ich dann zunächst praktisch anwendbares Wissen zur Verfügung stelle, soweit wie mir es dann auch eben bekannt ist, als dass ich ins Abstraktere gehe. So, jetzt aber. Ich wünsche euch dann eine schöne kommende Woche. Und zum Science Sunday sehen wir uns dann natürlich nächsten Sonntag wieder. Auf Wiedersehen!